Hallo liebe Freunde, Simon hier mit meinem ersten Tube in deutscher Sprache. Das aus gutem Grund. Eigentlich mache ich keine Tubes noch nicht in deutscher Sprache, weil ich kaum deutsche Freunde in meinem Channel habe. Ein paar ganz wenige Produzenten. Nun, ich dachte, heute mache ich mal eins, weil ich sehe eine super geile Sache. Complete 13 Ultimate. Mega. Ich freue mich, ihr freut euch auch. Viele freuen sich. Und ja, die werben hier mit erstmal ein paar Infos zu den Preisen. Finde ich gut. Für mich wäre jetzt ein Update eine Sache von 486 und ein paar Euros. Dann sehen wir hier eine Fülle von Sounds, von Synthesizern und alles, was die noch dazugeben. Und ja, was ist neu für mich? Wir scrollen runter, je nachdem, was ihr für ein Produkt habt. Könnt ihr hier nochmal vergleichen, was ihr bekommt. So, dann gehen wir ein bisschen nach unten. Wir scrollen weiter. So, Ultimate Collector's Edition. Ne? Tolle Sache, Super 8. Auch dazu habe ich kleines Demo gemacht, müsst ihr unter Videos schauen. So, super viele neue Sachen kommen dazu. Fand ich auch super geil am Anfang, bis ich dann zu den technischen Daten irgendwie rankam und auf einmal sehe ich Windows 10 und nicht mehr Windows 7. Und dann dachte ich, scheiße, warum nicht? Die supporten nicht mehr Windows 7. Das heißt für mich und für alle Leute quasi, die ein System haben, zwar veraltet, ja, aber dennoch stabil. Alle meine Produktionen laufen wirklich unter Windows 7. Genau für uns gibt es keine Möglichkeit mehr, dieses Produkt einzusetzen. So, und das finde ich einfach, ja, traurig, finde ich nicht gut, finde ich schlecht. Und es war genau die gleiche Sache hier wie mit mit Massive X, dass ich diesen AVX-kompatibel CPU-Prozessor haben muss. So, und da war für mich auch Sensor. Also das ist so eine Sache. Warum jetzt ich Windows 10 nicht mag? Es ist ein System, das sehr, in Anführungszeichen, sehr schwer ist auch. Sehr CPU-lastig. Ja, du brauchst wirklich viel RAM, du brauchst da wirklich einen sehr guten Rechner. Und für mich die beste Möglichkeit, weder 8 noch 10, sondern Windows 7. Okay, ich wollte einfach nur Bescheid sagen, und zwar für alle deutsche Fans, Freunde, achtet bitte drauf, keine voreiligen Bewegungen, Gedanken, was auch immer, Aktionen jeglicher Art, die zu einem Kauf des Produktes führen, weil sobald ihr das Ding abgeschlossen habt, runtergeladen habt, habt ihr es auch offiziell, das heißt, ihr könnt es nicht mehr abgeben, also zurückgeben. Mit Geld zurück Sachen ist nicht bei Native Instruments. Zumindest das war meine Erfahrung. Und achtet drauf. Jo, ansonsten für Leute, die das gerne haben möchten, weil die halt Windows 10 haben, ist eine tolle Sache. Ich sage das auch immer wieder in meinen Tubes. Ich finde, Native Instrument macht amazing gute Qualität. Ja, und in vielen meinen Productions hört ihr auch ab und zu mal so ein Synth oder so mal Sound, die machen wirklich ultra high quality und ich kann die auch empfehlen, wer halt das nötige Kleingeld hat. Jetzt nicht unbedingt die große Version, ihr könnt auch die kleinere Version, die Select nehmen und die Expansions, halt die Sachen, die finde ich echt cool. Übrigens, ihr könnt auch viele Sachen auf meiner Playlist Native Instruments schon vorab reinhören, weil ich habe die ziemlich detailliert da dargestellt, die einzelnen Produkte. Danke fürs Watchen, Listening and yeah, have fun. Danke, guys. Ciao.